geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, ihr seht es auf jeden Fall an meinem Titel. Heute ist der Tag gekommen, wo ich euch wirklich richtig erkläre, was eigentlich mit meinem MacBook passiert ist. Fangen wir einfach mit der Erklärung an. Ihr habt schon bestimmt einen Teil in Keanus Vlog gesehen, aber er hat es nicht ganz aufgenommen. Also, er hat es aufgenommen, was passiert ist, aber er hat nicht aufgenommen, wie es passiert ist. Und das werde ich euch jetzt ein bisschen anhand Keanus Aufnahmen erklären. Also, da saß ich glücklich mit meinem MacBook und dann nahm Moritz auch schon die Wasserflasche in die Hand, die mein MacBook zerstört hat. Da saß ich noch so ganz normal an meinem MacBook und genau dem Moment hat Keanu nicht mitgefilmt, wo Johannes die Wasserflasche auf mein MacBook geballert hat. Dann hat Moritz so schnell mein MacBook genommen, ist damit weggerannt, weil er das trocken machen wollte und ich habe irgendwie nichts verstanden, weil alles irgendwie mega schnell ging und ja, hier lacht sich Johannes halt ab. Ach, wie gesagt, hier erklärt Moritz nochmal, was genau Johannes gemacht hat. Guck mal, wie reagierst du, wenn jemand kommt in der Wasserflasche, der so leicht Wasser hat? Machst du dann so, Digga? Ja. Oder lässt es einfach auf dich raufdroppen? Nein, du haust die komplett um, dass sie auf alle anderen fällt. Oh nein, die ganzen Sachen sind alle nass. Ging alles zu schnell. Der kommt bei eh dreckig. Ja, Leute, genau so ist es passiert und vor allem im ersten Moment dachte ich mir, okay, Wasser drauf, haben wir wieder trocken gemacht und fertig, ne? Da war ich ja glücklich, weil ich dachte, okay, es ist nichts passiert. Aber danach waren wir erstmal eine Stunde weg und als wir dann wiedergekommen sind, war ich in meinem MacBook und dann habe ich nur unten rechts in meinem Display gesehen, dass da Wasser drin ist. Also es war wirklich so ein richtiger Wasserfleck. Ich blende euch jetzt mal ein Bild an, wenn ich überhaupt ein Bild habe, keine Ahnung. Dann habe ich Johannes gefragt, ob er mir ein Bild von meinem Mac schicken kann. Stattdessen hat er mir dieses Video geschickt. Also ich habe jetzt hier dein MacBook, wie du siehst, er geht dich mal an. Also werde ich auch kein Bild machen können, Minion. Es war auf jeden Fall überhaupt nicht nice. Also als ich das gesehen habe, ich wusste ehrlich gesagt in dem Moment nicht, ob ich jetzt heulen soll oder ob ich jetzt sauer sein soll oder ob ich jetzt lachen soll. Also gar kein Plan. Aber wie gesagt, das ist ja immer noch nicht alles. Dann haben wir mein MacBook ein bisschen offen stehen gelassen, damit das angeblich trocknet. Da waren wir erstmal wieder 2 Stunden weg und dann kamen wir wieder. Und ich habe versucht, mein MacBook anzumachen. Aber es ging nicht an. Mein MacBook war auch die ganze Zeit am Aufladen, also konnte es eigentlich nicht sein, dass mein MacBook leer ist. Ja, nach einigen Minuten versuchen, mein MacBook anzuschalten, hat sich herausgestellt, dass mein MacBook kaputt ist und dass es einen Wasserschaden hat. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch mega komisch, dass es so schnell kaputt ging, weil das war nicht mal viel Wasser. Also es waren echt viele Tropfen auf meinem Display und auf meine Tastatur. Aber das war jetzt nicht so, dass jetzt die ganze Flasche über mein MacBook gekippt wurde. Das nicht. Also es waren wirklich nur viele kleine Tropfen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war damit Abstand der schlimmste Tag meines Lebens. Aber das ist ja noch nicht alles, was am Wochenende passiert ist, aber dazu kommen wir erst gleich. Och Mann, es ist gerade einfach so scheiße. Ich habe mich wirklich so hart auf mein MacBook gefreut und da passiert einfach sowas. Das ist einfach, also da hatte ich wirklich einfach nur Pech. Vor allem, ich saß ganz normal neben Johannes an meinem MacBook und habe irgendwas geschnitten. Und dann kommt auf einmal Moritz mit einer Wasserflasche und Johannes kickt hier auf mein MacBook. Also vor allem, ich habe mir noch, bevor ich nach Köln gefahren bin, so eine richtig nice Hülle bestellt. Leute, ihr wisst, dass ich rosa aber alles liebe und ich hasse es einfach, wenn da irgendwelche Mini-Kratzer auf dem MacBook drauf sind. Deswegen dachte ich mir, komm, ich bestelle mir einfach eine Höhle. Aber das ist ja noch nicht alles, was ich für mein MacBook bestellt habe. Und zwar, ich habe mir natürlich noch einen Adapter dazu bestellt, damit ich auch meine Videos hier schneiden kann mit so einem SD-Kartenanschluss. Und ja, die Sachen hier zu sehen und nicht benutzen zu können, ist einfach nur scheiße. Einfach dieser Anblick. Wunderschön. Und weil Moritz und Johannes natürlich ein wenig an dieser Sache schuld waren, war Moritz natürlich so nett, dass er mir seinen alten MacBook mitgegeben hat. Wir haben den auch so kurz eingerichtet und er hat mich als Isabel mit kaputten Mac-Lul benannt. Danke. Soweit ich weiß, kommt mein MacBook jetzt erstmal in die Reparatur, aber wie lange das dauern wird, keine Ahnung. Also ich habe wirklich gar keinen Plan, wie lange Apple für einen Wasserschaden braucht. Aber ja, Leute, so sieht es gerade mit meinem MacBook aus. Genau, ich wollte euch jetzt auch die anderen Storys erzählen, die mir am Wochenende passiert sind. Dieses Wochenende war ein richtiges Pechwochenende für mich, denn es war so, ich habe einen Zug von Köln nach Rheine gebucht und ich musste in Münster einmal umsteigen, aber in Münster Hauptbahnhof und nicht Münster Hiltrup. Und ich war natürlich wieder so lost, dass ich einfach in Münster Hiltrup ausgestiegen bin, weil oben im Zug ist ja immer so ein kleiner Display, da steht immer, welche Station als nächstes ist und ich habe da ganz kurz drauf geguckt und da stand einfach nur Münster. Ich habe dieses Hiltrup nicht mehr gelesen, ne? Und dann steige ich aus und da sah es irgendwie komplett anders aus und da gucke ich so auf ein Schild und da steht einfach Münster Hiltrup. Ich dachte mir so, nein, Alter. Das war einfach so nervig, weil der Zug von Münster Hauptbahnhof bis nach Rheine in 5 Minuten losgefahren wäre und das hätte ich halt einfach nicht mehr geschafft. Und was musste ich natürlich machen? Ich musste mir erstmal ein neues Ticket holen, was ich eigentlich gar nicht so schlimm fand, weil das gar nicht so teuer war. Aber dann musste ich einfach noch eine Stunde warten, bis ich zu Hause bin. Das hat mich einfach so aufgeregt. Also ich wäre eigentlich schon um 10 Uhr zu Hause gewesen, aber war dann erst um 11 Uhr zu Hause. Oh, das hat mich so todesaufgeregt. Aber das ist ja immer noch nicht alles, was an diesem Wochenende passiert ist. Und zwar, ich bin am Samstag wieder nach Hause gefahren und ich habe am Samstag halt so ein bisschen gevloggt. Ich habe über mein MacBook gevloggt. Ich habe euch da alles erklärt und so, da noch in Köln. Und ich habe halt immer so zwischendurch gefilmt und so, alles gut. Und dann saß ich in Münster, Hiltrup, und habe auf meinen Zug gewartet. Und da habe ich auch was aufgenommen und da habe ich euch erzählt, wie scheiße mein Tag einfach war. Und dann gucke ich mir die
die Aufnahmen von mir an, weil mir halt einfach langweilig war und weil ich warten musste. Und dann sehe ich einfach, ich kann es euch jetzt einblenden, dass alle Aufnahmen, die ich Samstag aufgenommen habe, in Slow-Mo waren. Und oh mein Gott. Und ab da, Leute, als ich das gesehen habe, bin ich wirklich so ausgerastet. Also erstens das mit meinem MacBook, dann das mit meinem Zug und das mit meinen Aufnahmen. Und dann dachte ich mir wirklich einfach, ey komm, ich will nur noch nach Hause und schlafen. Einfach die Tage hinter mich bringen, weil das war wirklich das schlimmste Wochenende aller Zeiten. Also was ich bis jetzt hatte. Ach ja, Leute, das waren jetzt die drei Storys, die mir am Wochenende passiert sind. Aber Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder mein deprimierendes Video. Ja, ich hoffe, euch haben meine Storys gefallen. Und ich würde sagen, Leute, wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der Me Army. Es lohnt sich wirklich. Und wünsche mir noch ganz viel Spaß mit Moritz MacBook. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und peace out.